Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jochen und Tour. Der Alex und ich sind heute wieder zusammen unterwegs und wir begeben uns heute auf die Gernsbacher Runde. Das ist ein weitläufiger Wanderweg rund um Gernsbach. Wie lange ist denn der, Alex? Ja, ich glaube schon, ja, kleiner Ultra ist es, würde ich sagen. Ne? Also genau. Knapp über 44, 45 Kilometer, sowas in der Richtung. Und ordentlich Höhenmeter. Die Berge außenrum liegen noch im Nebel oder in der Wolke. Und ob das sich ändert, bis wir da sind, das werden wir dann sehen. Die Sonne wird scheinen. Ja, okay. Irgendwo scheint sie sicherlich. Aber ob sie bei uns ausscheinen, das seht ihr, wenn ihr uns begleitet, sprich euch den Film anguckt. Ja, der erste größere Berg, den wir erreichen, ist der Merkur, der Hausberg von Baden-Baden. Und den erreichen wir so vielleicht in 8 bis 10 Kilometer, sowas in der Richtung, glaube ich. Ja, noch eine kleine Info, wir laufen die Runde gegen den Uhrzeigersinn. Also zuerst in südwestlicher Richtung. Und der Merkur, das ist dann der erste Berg und viele weitere Folgen dann noch im Laufe des Tages. Also gut, dann packen wir es mal. Hier seht ihr die Murg, die wir jetzt überqueren am Anfang. Und dann geht es auch ziemlich schnell aus Gernsbach raus. Geht es nach vorne rechts. Hier nochmal ein kleiner Blick über Gernsbach. So, heute folgen wir der Übersteinrose. Die seht ihr hier rechts vom Alex. Wunderschönes Wegzeichen von der Grafen von Eberstein. Und genau, der folgen wir heute die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir die aus dem Auge verlieren, dann sind wir falsch. Ja Leute, ihr seht, hier geht ein wunderschöner Pfad entlang. Das hier ist noch Staufenberg und da hinten unten liegt Gernsbach schon. Hier seht ihr den Merkur, der einzelne Berg, wo da vorne liegt. Seht ihr drüber der Alex laufen? Genau, da ist er. So, mittlerweile sind wir am Fuß des Merkurs angelangt. Jetzt geht's los mit Zickzackpfade hoch auf den Berg. Und der erste, der beginnt jetzt für mich. Und für den Alex auch gleich. Ja, ihr habt schon gesehen, die Pfade sind richtig gut hier und mal richtig stark. Ach Alex, jetzt hat er sich hier am Baum versteckt und wollte mich erschrecken. Ja, und Schnee liegt hier auch richtig gut jetzt. Schön. So eine ganz schwache Runde im Winter kann einfach Schnee dazu.
Danke, der Herr. Da! Ja, Leute, das, was ihr eben gesehen habt, war der Merkurturm. Und jetzt zeige ich euch mal die grandiose Aussicht, die man hier hat. Ihr seht's, da kann man richtig weit gucken, sogar bis zur Hannesgrinde. Und noch weiter kann man da gucken. Und der Alex sieht man auch, aber bei schlechtem Wetter. Tolle Aussicht. Ja, genau. Nee, heute ist neblig. Und leider kann man heute nicht so weit gucken. Aber dafür hat es Schnee und es ist halt eben Winter und ein nebliger Tag. Und so müssen wir es halt nehmen, wie wir es eben bekommen. Da der Alex mal wieder sehr leicht begleitet ist, gehen wir jetzt auch schnell wieder runter vom Merkurgipfel. Hier seht ihr nochmal den Turm. Und jetzt geht der Weg hier runter zum Binsenwasen. Das ist so ein Wegpunkt unterhalb vom Berg, kann man sagen. Hier vorne seht ihr das Merkurstüble, da kann man einkehren und da fährt auch die Bergbahn hoch. Aber ich glaube, die ist heute nicht in Betrieb. Gucken wir mal vor. Da unten kommt die Bergbahn praktisch hoch. Und da geht es wieder runter Richtung Binsenwasen. Knapp 10 Kilometer, ein bisschen über 1,5 Stunden. Ja. Genau. In der Zeit, ja. Ja. Und vor uns liegt die Binsenwaase, die Wegspinne hier. Und da führt unser Weg da links rein. Zur nächsten Wegkreuzung, das Gasthaus Nachtigall. Und es liegt am Übergang von Gernsbach Richtung Bade-Bade, also im Straßenübergang. Und da kommen wir so in 3 bis 4 Kilometer, denke ich mal, hin. Ja, die Gernsbacher Runde ist eigentlich so jedes Jahr Pflicht. Vor Corona haben wir das immer im Rahmen von einem Gruppenlauf von unserem lieben Organisator Andi Siebert, den ich hiermit herzlich grüße, gemacht. Da wurde Spende eingesammelt für Kinder, wo Muskelschwäche habe, und das war immer eine schöne Sache. Da gab es dann auch noch 2 Verpflegungsstellen und ich hoffe, dass den Lauf, den Gruppenlauf wieder nach Corona wieder gibt und dass wir da dann mit 20 Leuten oder so in der Richtung wieder zusammen auf der Strecke unterwegs sein können. Ja, und der Alex und ich haben uns gesagt, wir machen da jetzt einfach weiter, wir knüpfen an die Tradition an. Der ist auch immer im Januar am 2. oder 3. Wochenende gewesen, früher der Gruppenlauf. Und wir beide haben letztes Jahr schon gesagt, wo er auch nicht war, wir machen das für uns zu zweit. Damals haben wir die Kamera nicht dabei gehabt, da haben wir nur Fotos gemacht. Und dieses Mal wollen wir die ganze Sparrunde auf Film bringen. Hier in dem Gasthaus kann man sich auch was zum Mitnehmen, to go holen. Ja, und unser Weg geht da drüben den Waldweg auf der rechten Seite da drüben rein wieder. Hey Alex, da steht bis zu der Lautefelse. Auf der anderen Seite vom Murgtal sind es knapp 18 Kilometer. Ja, können wir machen. Können wir machen. Ja, ist noch ein Stückchen. Geht zuerst wieder runter ins Murgtal. Genau, und der nächste Wegpunkt ist Schloss Eberstein, das wir erreichen werden. So, mittlerweile sind wir bei der Erzgrube angelangt. Das ist nicht nur eine Erzgrube, sondern das ist der Eingang zu einem unterirdischen Palast. Ja. Da wohnen Zwerge und Erdmännlein und die hüten einen Schatz, einen Gold- und Silberschatz. Schaut euch das mal an.
Da hinten sieht man einen. Ja, hier seht ihr das Schloss Eberstein. Da waren wir mit euch schon bei der zweiten Etappe der Murgleiter. Und hier unten seht ihr die Murgtalstraße in die Murg. Jetzt geht es hier in steile Pfadrunde. Hier seht ihr nochmal das Panorama über das Murgtal. Und hier hinter dem Schornstein auf der anderen Seite sind wir später aktiv. Und da seht ihr jetzt auch schon, dass da wieder der Schnee liegt. Also freuen wir uns drauf. Da sind wir hergekommen und da geht der Weg weiter. Der nächste markante Punkt kommt in Sicht. Hier die kleine Kapelle. Ja, wir durchlaufen jetzt immer wieder das Seitental vom Murgtal. Unser Weg schlängelt sich so dahin. Und hinter mir seht ihr nochmal das Schloss Eberstein. Das ist schon ein paar Seitentäler weiter weg sozusagen, hinter mir liegt. Wir sind jetzt hier am Obertsroder Freibad angelangt, das hier unten liegt und da ist sogar noch das Wasser drin. Ja, hier seht ihr den Blick runter ins Murgtal. Dahinter fahrt die Straßenbahn hoch Richtung Freudestadt. Und da, wo die ungefähr fährt, nach der Papierfabrik, da kommen wir runter, habe die erste Hälfte von der Gernsparrunde fertig. Und dann geht es die andere Seite hoch Richtung Reichental. Die Hälfte von der Strecke haben wir. Ja, schön. Fühlst du noch gut? Ja, alles cool, ja. Super. Schön. Ja, ich mich auch. Und jetzt gehen wir es an. Jetzt gehen wir Richtung Reichental. Und dann geht es hoch Richtung Elsbethütte. Laute Felsen sind so die Höheziele auf der anderen Seite vom Murgtal. Und da freue ich mich schon, bis wir da oben sind, weil da liegt wieder Schnee. Hier unten fließt der Reichenbach. Und hier geht der Kunstweg hoch durchs Reichental nach Reichental. Ja, der Weg hier heißt Kunstweg, weil hier überall verteilt im Tal entlang Kunstwerke stehen. Und die werden auch immer wieder erneuert von, ich weiß jetzt, von einem oder mehreren Künstlern wahrscheinlich. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Und die Heuhütte, die hier am Tal stehen, gefällt mir auch sehr gut. Auf geht's, Alex! So, Reichental ist in Sicht. Und jetzt geht es da drüben hinten hoch zu den Bäumen und dann immer weiter hoch Richtung Elsbethütte. Machen wir gerade noch einen kleinen Abstecher da hoch zu dem Denkmal. Und der Alex, der ist schon da. Hier unten das Tal sind wir hochgekommen. Da fließt auch der Bach und die Autos kommen hier von Hilbertsau angefahren, weil nach Kaltenbrunn. Ja, und ihr seht, weiter oben liegt Schnee, da oben fängt es an am Hang und somit werden wir auch bald wieder Schnee haben. Jetzt sind wir hier an der Fatima-Kapelle und hier seht ihr die Hügel hinter Reichental und der Alex. Ja, der Alex hat gerade gesagt, das Panorama hier ist so genial. Und da hat er recht. Das zeige ich euch auch natürlich. Und hier sieht man Reichental noch mal besser.
Heute Abend gibt es Cannelloni beim Jochen. Deshalb rennt er hier so. Genau. Der will unbedingt nach Hause. Hier seht ihr auch eine von den alten Eichen. Und hier geht unser Weg weiter Richtung Elsbethütte. Und da ist es richtig neblig und kalt. Aber der Alex ist ja gut angezogen. Ich habe ein bisschen zu viel an, aber der Alex, der macht das heute richtig. Jochen? Ja. Wahrscheinlich deine Regenjacke dabei. Mal überlegen. Nein, alles. So, es geht hinter mir der Fahrt zur Elfmeter-Tüte ab. So, da oben liegt jetzt die Elsbethütte. So, hier seht ihr jetzt die Aussicht von der Elsbethütte. Nach der Elsbethütte führt uns ein breiter Waldweg bergab, bevor es dann nachher wieder hochgeht Richtung Lauterfels. So, hier kommt jetzt der Lauterfels, der linke Hand. Und da haben wir auch richtig gute Aussicht, wenn man da hochgeht. Und das gucken wir uns jetzt mal an mit euch. Aber wahrscheinlich ist sie heute nicht so berühmt. Vor allem nicht, wenn man darüber schaut. Na, hier seht ihr die Aussicht. Das ist der Unterschlaudebach, was man da direkt unterhalb sieht. Ja, ganz unten das Burgtal. Und dann noch hin am Wald und Berg verdeckt noch genau. Gut, Lauterfels haben wir hinter uns. Jetzt geht es Richtung Steintal und dann runter nach Lauterbach. Wir sind beide noch recht gut drauf und kriegen die restlichen 10 Kilometer auf jeden Fall noch gut hin. Hier runter ist recht rutschig und mich hat da schon zweimal fast eben hingehauen. Daher müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein.
jetzt geht es hier weiter nach unten Richtung Illertkapelle. So, hier seht ihr wieder Lautenbach. Und wir gehen hier runter. Hier seht ihr die Illertkapelle. Und für uns geht jetzt der Weg gerade noch rüber nach Lovenau. Und von da aus dann runter ins Laufbachtal, zurück nach Gernsbach. Ja, hier vorne seht ihr Lovenau. Und die Wolke hängt ja schon recht tief da oben. Hallo. Hallo. Hier riecht ja lecker. Genau, aber das können unsere Zuschauer nicht riechen. Hat jemand Hunger? Ja, ich krieg ja heute Abend was zu essen, aber ich weiß ja nicht, was du kriegst, Alex. Ja, surprise, surprise. Alex, der kennt den Weg. Ja, Lovenau liegt jetzt schon hinter uns wieder. Wir waren auch in Lovenau noch beim Andreas Siebert zu Hause, haben da noch einen Kaffee gekriegt. Andi, vielen Dank nochmal, war schön, dich wiederzusehen. Und hat natürlich gut getan, sich bei dir aufzuwärmen. Ja, jetzt geht's im Eilschritt Richtung Gernsbach, wo die Gernsbacher Runde für uns dann wieder endet. Und die Dunkelheit sitzt uns auch ein bisschen am Nagel. Dass man einfach ein bisschen den Zahn zulegen. Aber ist ja gut, wenn man das am Ende nach so einer Strecke noch kann. Hier führt es halt einen breiten Weg runter durchs Laufbachtal. Und dann kommen wir unten am Portal zur Gernsbacher Runde an. Und da machen wir dann noch ein Abschlussstatement mit euch. So, hier seht ihr Gernsbach bei Dunkelheit oder bei Dämmerung. Ja, wir sind jetzt fast am Ende. Wir sind am Portal der Gernsbacher Runde angelangt. Es war wieder eine richtig tolle Tour. Hat wieder Spaß gemacht. Und wir haben jetzt fast 45 Kilometer auf der Uhr. Ein paar werden es wohl noch mehr werden, ein paar hundert Meter. Bis wir vorne sind am Bahnhof. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Jochen on Tour. Okay, macht's gut. Ciao. Ciao.